Freunde, willkommen zurück und vor lauter Freude, dass ich hier wieder aufnehmen kann, lasse ich schon hier ja das Schneidewerk fallen. Ich wollte eigentlich nach vorne fahren und mich gleich abkuppeln. So, wir sind hier mitten in unserer Ernte, arbeiten zum Glück ja wieder mit zwei Mähdreschern. Das hat ja mit dem Wachstumsversatz gut geklappt. Aus dem Grund, dass es ja nicht nur vier Wachstums-, sondern auch drei Reifestufen gibt. So, und hier stellen wir erstmal den Helfer wieder ein. Auch hier lassen wir den Helfer wieder loslegen und werden uns mit unserem Schlüter-Kombi hier erstmal Richtung Ernte begeben, Richtung Abtanken. Ich laber heute wieder ein Kram. Ja. So, das Ziel dieser Mission, hätte ich fast gesagt. Ja, ich habe eben Flugsimulator X aufgenommen, da geht es ja auch um Missionen. Also das Ziel hier heute in dieser Folge ist nach Möglichkeit, die Ernte so weit wie möglich voranzutreiben und natürlich auch zu schauen, dass wir hier das Geld für den Mähdrescher zusammenkriegen. Jetzt sehe ich nur gerade, der ist bergauf hier ein bisschen langsam mit Stufe 4. Das ist also mit Westbridge Hills und Parallelfahren gar nicht so einfach. Aber das ist natürlich auch gar kein Problem. Wir sind ja voll ausgebildete Mähdrescher-Rammler. So. Ja, irgendwie ist das noch nicht so ganz, wie ich mir das jetzt aber so. Also, wir schauen, dass wir hier mal den Kipper vollkriegen. Ich sag mal, wir haben natürlich hier jetzt schon einiges abgeerntet. Ihr seht's, ich denke mal so in Summe, so knapp das halbe Feld sollten wir haben. Allerdings jetzt den Grupper schon zu starten, wäre noch ein wenig verfrüht. Da müssen wir also noch ein wenig Geduld haben. Aber auch das ist ja kein Problem. Und wie gesagt, ich hoffe jetzt, dass wir das Geld für den Radlader zusammenkriegen. Wir werden den Kleinen von Weidemann holen. Denn der andere mit 500 Liter Schaufel ist natürlich für die Füße. Und ich erhoffe natürlich, dass wir mit der BGA jetzt genug Geld zusammenkriegen, dass wir dann hier langsam aufstocken können. In jeder Richtung und Form, die wir uns vorstellen können. Denn immer nur mit einem Feld arbeiten wird irgendwann auch mal öde. Und auch das wollen wir natürlich hier etwas optimieren. Mein Ziel ist es ja auch, das Feld 20 zu holen, damit wir, wie gesagt, an das große Geld kommen hier. Das Feld 20 kostet 50.000 Euro. Und das werden wir dann auf alle Fälle erstmal als Grasfeld nehmen. Und später, wenn wir da wieder ein bisschen Geld zusammen haben, werden wir das Feld 19 uns noch holen und werden daraus dann ein Häckselfeld machen. Also wo wir dann Mais häckseln können. So. 60% haben wir schon zusammen. By the way, mal schnell gucken, haben wir eigentlich im Lager haben wir nichts mehr. Das ist gut. Unsere Kühe sind auch aktiv. Ich habe ja beim letzten Mal, wie versprochen, wieder aufgestockt, dass wir wieder bei sind. So, und jetzt gucken wir nochmal nach den Preisen. Die Preise sagen uns, dass wir beim letzten Mal festgestellt haben, an der Mühle ist es am besten mit 1248 Euro pro Tonne. Und wir haben ja jetzt auch schon hier 14 Tonnen zusammen. Das bedeutet also, wir haben von vornherein genau so viel ungefähr dann beisammen. Ne? Also das sind dann 12.000, 16, knapp 17.000 Euro, die wir schon drin haben. Und zur Erinnerung schauen wir auch hier nochmal kurz rein. Der Frontlader kostet 27. Also da müssen wir noch ein bisschen was abernten. Da haben wir noch ein bisschen was zu tun. Aber ich denke mal, auch das kriegen wir hin. Das sollte eigentlich gar kein Problem sein. Zumal ja hier zwei Mähdrescher doch ziemlich effizient arbeiten. So, den gucken wir gleich mal. Also den will ich jetzt nochmal schnell frei machen, sozusagen leer machen. So, das sollte jetzt passen. Ja, das passt. Und jetzt versuche ich hier noch mit der Fahrstufe 4. Hier funktioniert es. Also bergab geht's mit der Fahrstufe 4. Bergauf tut sich da ja der Traktor ein wenig schwer. Und ich bleibe jetzt auf alle Fälle nochmal ein paar Sekunden hier nebendran. Umso schneller ist natürlich hier das zum Grubern freigegebene schon erreicht. Aber ich will jetzt auch mal schnell schauen. Wir haben jetzt hier unten unsere Mähkombi. Genau. Eigentlich brauchen wir aber oben den Grubber. Den müssten wir ja bei Zeiten starten. Die Sämaschine brauchen wir später. Mit dem können wir den Grubber auch nicht heben. Also müssen wir dann erstmal die Mähkombi hier unten irgendwo gleich in die Puschen bringen. Da schauen wir mal, wie wir das am besten machen. Also ich gucke jetzt mal, wir sind hier bei 78%. Da gehen wir jetzt hier mal schnell zu unserem Mähdrescher hin, tanken den nochmal ab.
werden dann mähenderweise sozusagen hier nach oben fahren. Wir wollen ja immer schauen, dass wir hier nach Möglichkeit alles mitnehmen. So, hier haben wir gesagt, Fahrstufe 4 geht. Wunderbar. Oh, da kommt einiges rein. Das ist wunderschön. 17.000 Liter haben wir jetzt schon beisammen. Ja, das gefällt mir so. Wir machen aber jetzt ein bisschen Platz hier für den Mähdrescher. Und werden aber über die Karte diesmal steuern. Das wird mit dem Tab sonst zu schwierig. So. Ja, also wir haben hier das Silo bereits in Arbeit. BGA-Silo ist auch in Arbeit. Und wir werden uns jetzt erstmal wieder in Richtung unseres Feldes begeben. Oh, tanken müssen wir noch nicht, aber der Spritverbrauch ist jetzt deutlich zu sehen. So, wir werden aber jetzt erstmal hier eine Feldumrandung suchen, auf der wir uns dann sozusagen ausschoben können. Das heißt, wir schalten erstmal soweit alles ein, gehen auf die Fahrstufe 2. Nehmen natürlich gleich hier wieder mit, was geht an Gras. Man sollte ja keine Fahrt irgendwie, ja sozusagen unproduktiv lassen. Also immer schauen, dass man irgendwas Sinnvolles während dieser Fahrt mit unternimmt. Gerade bei Westbridge Hills, wo es ja gerade hier am Anfang auf jeden Cent ankommt. Und das Schöne ist, da oben ist auch schon unser Feld, mit dem wir arbeiten. Die zwei Mähdrescher sind da fleißig dabei. Von daher werden wir jetzt hier mal schauen, dass wir den Grubber an diesen Schlüter hier dranhängen. So, das wird wahrscheinlich jetzt genau wieder haarig wegen dem Drehen, weil der gerade hier kurz vor Schluss ist. Ja, und der will jetzt wahrscheinlich auch gleich rausfahren. Genau, so ist es. So, dann musst du... Oh, das passt sogar. Nein, hier möchte ich nicht abladen. So, den fahre ich jetzt noch ein Stück rüber. Dann haben wir nämlich auch schon wieder knapp 4000 Liter Gras in der Tasche. Beziehungsweise im Ladewagen. Und ihr seht schon hier, das geht ganz schön abschüssig runter. Aber passt alles, wunderbar. Nur eins müssen wir jetzt natürlich machen. Erstmal hier abtanken. Beide Mähdrescher sind jetzt gleich voll. Das heißt, 3000 Liter haben wir schon drin. So, einer ist voll. Der steht schon da drüben. Und bewegt sich auch nicht mehr. Das ist nämlich gerade der Wichtige. Damit hier das Feld von der Fläche für den Grubber schon mal frei ist. So, das heißt, hier lassen wir gleich mal abtanken. Und dann ist, glaube ich, auch gleich unser erster Hänger voll. Und da ist jetzt die Überlegung, schaffen wir das in der Zeit? Mit dem Abernten hier, mit dem Streifen noch bis 14 Uhr sollte eigentlich machbar sein. Ansonsten, um einfach den Preis hier zu optimieren, werden wir jetzt hier direkt auf 14 Uhr gehen. Oder auf 13 Uhr, ja, sagen wir mal 45:50 rum. Dann können wir das nämlich innerhalb von einer Stunde sozusagen alles abmähen. Beziehungsweise abmähen, was labere ich heute? Verkaufen meine ich natürlich. Ja, also dann können wir das innerhalb von einer Stunde verkaufen, ohne dass der Preis da in Mitleidenschaft gezogen wird. Denn, wie gesagt, unser, ja, Kipper ist jetzt schon bei 82%, das heißt, der füllt sich ganz gut. Die 24.200 Liter haben wir auch bald beisammen. So, jetzt sind wir bei 13,59. Das ist eigentlich gar nicht schlecht. Und wir schauen hier gleich wieder nach dem anderen Mähdrescher. Der ist auch schon wieder bei 22%. Viel fehlt ja jetzt nicht mehr. Dann können wir die erste Fuhre bei der Mühle verkaufen. Und die Getreidemühle, wissen wir ja, ist oberhalb vom Feld Nummer 11. Das ist also auch keine Schwierigkeit. So, hier lassen wir gleich wieder ein bisschen abtanken. Bergauf, wie gesagt, klappt das leider nicht so mit der Stufe, mit der Fahrstufe. Ich probiere es nochmal, aber naja, geht eigentlich. Also hier ist die Steigung anscheinend nicht so stark. Da scheint das zu funktionieren. Gut, ich fahre den aber jetzt erstmal auf Seite. Wie gesagt, ich will den Grubber mal langsam aktivieren. Wir gucken mal, da haben wir das Mähwerk. Oh, das ist eine interessante Perspektive. Natürlich gehen wir hier ein Stückchen raus. So, dann kuppeln wir hier auch gleich den Ladewagen ab. Das Mähwerk klappen wir zusammen und heben es natürlich an. Anheben, nicht Cockpit-Ansicht fahren. Können wir auch mal bei Gelegenheit wieder machen, aber jetzt müssen wir hier erstmal schauen, dass wir erstmal produktiv hier sozusagen wieder in die Puschen kommen. So. Einmal den Grubber anfahren.
So, Grupper könnte man irgendwann und Sämaschine auch noch verbessern. Das will ich aber erst machen, wenn wir, wie gesagt, upsa, ja, das kommt davon, wenn man wieder auf den Timer guckt. Das will ich erst machen, wenn wir hier die BGA am Laufen haben, weil dann haben wir genug Geld, um diese Sachen ruckzuck zu erweitern. So, und der Grupper ist hier schon sozusagen fast perfekt im Einsatz. Aus dem Grund, der ist ja noch sehr schmal. Also können wir den hier ruhig schon loslegen lassen. Jetzt lasse ich den Helfer ein. Und toll, der senkt das Mähwerk. Für was senkst du das Mähwerk, mein Freund? Und für was klappst du das Mähwerk aus? Das brauchst du doch gar nicht. Oh je, da müssen wir auch aufpassen. Ah, da links ist unser Mähen. Oh, halb versteckt. Das sieht man kaum. Das will ich mir mal anschauen. So, wir laufen mal hier durch unseren Raps durch. Ja, der ist ja halb versteckt hier, der Traktor. So, es ist Zeit zum Abtanken. Oh ja, beide Mähdrescher können abgetankt werden. Das heißt, gleich wird auch auf alle Fälle das, ja, das erste Kipperchen hier verkaufsfertig sein. Und bei 24.000 Liter mal 1.200 Euro sind wir also so Pi mal Daumen bei ungefähr 28.000-29.000 Euro, die wir eingenommen haben schon. Zur Erinnerung, 27.000 kostet unser Weidemann. Das sollte also dann funktionieren. Damit müssten wir eigentlich gut hinkommen. Das heißt, nach dem Verkauf dieses Kippers hier können wir uns schon entsprechend den Kollegen kaufen hier, den Frontlader. Radlader, Frontlader, Radlader, wie nennt sich der ganz genau? Frontlader. Radlader ist ja der große, richtig. Der Lizard, der kostet ja ein bisschen mehr. So, wir werden jetzt hier auch gleich zur Mühle losfahren. Dafür brauche ich aber doch nochmal hier die kleine Karte, dass ich weiß, wo ich denn gerade so bin. So, der ist voll. Ab zur Mühle und ab Geld holen lassen. Geld bringen lassen. So, Gruber ist auch schon aktiv. Und ja, danach können wir, glaube ich, dann schon uns an den Frontlader machen, den wir dann auch noch runterbringen müssen natürlich. In dem Punkt ist es natürlich für die Map optimal, dass hier die Kuhweide und die BGA direkt nebeneinander liegen. Da brauchen wir also eigentlich nur einen einzigen Radlader und können da ein bisschen hin und her switchen. Spart uns ja auch wieder ein bisschen Geld. So, und selbst mit dem vollen Kipper hier macht der Schlüter also gar keine Anstalten, irgendwo in die Knie zu gehen. Im Vergleich zum Bührer damals, ne? Hilfe. Ist schon tausendmal besser so. So, die Schafe werden wir uns auch im Lauf dieses Let's Plays natürlich auch hier mal zu Gemüte führen. Möchte auch mal schauen, wie das hier aussieht mit den Schafen. Haben wir ja im letzten Let's Play von der Westbridge Hills Map auch noch nicht gemacht. Ne, Quatsch, Hagenstedt Map. Westbridge haben wir ja noch gar kein Let's Play gehabt. Ja, ich bin heute irgendwie etwas durcheinander, bitte das zu entschuldigen. Ja, hab da momentan hier ein bisschen privat um die Ohren. Aber das soll euch natürlich hier nicht belasten. Versuche trotzdem gutes Let's Play zu machen. Hab hier so ein, zwei Kleinigkeiten, die ich noch regeln muss. Deswegen war ich mit dem Gedanken eben schon wieder woanders. Aber jetzt wieder zurück zum Spiel. So, das Geld kommt rein. Und ich denke, jetzt können wir uns gleich unseren Frontlader holen. Unseren Weidemann. Oh, das sieht gut aus vom Geld. Ja, 35.000 hat also nicht ganz so gestimmt, meine Rechnung. Okay. Aber ist ja kein Problem. Wir haben 14:04 Uhr, die Zeit ist ja noch gut. Das heißt also, die Preise fallen jetzt noch nicht, wenn man was verkauft. Und es kommt ja auf alle Fälle auch noch ein bisschen Raps rein. Mähdrescher sind, bis ich unten bin, sowieso beide wieder voll. Und das Geld kriegen wir aber auf alle Fälle hier zusammen. Das heißt, in der nächsten Folge können wir uns zu 100% den, ja, Frontlader kaufen und können den auch runter zur BGA bringen. In der Hoffnung, dass wir dann da schon das erste größere Geld anscheffeln können. Wir müssen auch mal gucken, dass wir den Kredit zurückzahlen. Das kostet ja auch unnötig. Aber ich glaube, ich werde das jetzt erstmal investieren in effektivere Maschinen, wenn es soweit ist, damit wir einfach hier ein bisschen schneller vorwärts kommen. So, jetzt sind beide Mähdrescher voll. Und auf wen warten sie? Auf den Solaris. Ja, ist ja wieder mal klar, ne?
Hier werden wir später auch noch etwas zum Abfahren kaufen. Etwas Schönes, was richtig Spaß macht. Nämlich einen Truck. Der kostet allerdings einen Haufen Geld. Aber der Truck, der hat es in sich, denn der fährt richtig schnell. Und damit können wir hier richtig über die Karte pacen. Macht es natürlich dann nochmal viel schöner. So, Gruber ist da unterwegs. Also den konnten wir ohne Probleme schon starten. Eigentlich können wir auch gleich hier... Gucken, ob ich es so rumfinde. Genau. Die Seemaschine auch gleich suchen und starten lassen. Wir gucken mal, ich denke mal, wir werden in den Bereich Gerste gehen. Oh ja, da haben wir auch noch ein bisschen Handlungsbedarf. Das müssen wir ja auch noch optimieren hier. Eieieiei. Das habe ich gar nicht mehr bedacht, dass da auch noch ein neuer Traktor her muss. Aber wir wissen ja, der Schlüter-Traktor kostet ja gar nicht viel Geld. Also das heißt, den können wir uns ja dann auch hier auf die... Ja, ich hätte fast gesagt, auf die Schnelle mal holen. So, jetzt war ich hier gerade beim falschen Fahrzeug. Hier muss ich natürlich hin. Will natürlich hier auch den zweiten Mähdrescher noch abtanken. Das heißt, den Farmall werden wir ja behalten. Eigentlich kann man den Kramer dann verkaufen. Weil wenn wir dann dafür noch einen neuen Schlüter holen, dann sieht das doch schon wieder besser aus. Und wir gucken mal schnell, was uns der Kramer im Verkauf bringt. Wo ist er, der Herr Dr. Kramer? Ein Farmall besitzen wir, das ist bekannt. Wo ist der Kramer? Da ist der Kramer. Der bringt uns nochmal 9000, okay. Damit können wir dann also auch noch was erreichen. So, wo ist jetzt der Kleine hier? Denn die Seemaschine will ich jetzt auch noch in Position bringen, bevor wir dann, ja, diese Folge beschließen. Ich verspreche euch, ich bin noch in der nächsten Folge wieder etwas mehr bei der Sache. War jetzt halt doch etwas irritiert. Da vorne ist ein bisschen weiß. Genau vor uns. Das ist also verdorrt. Das ist aber anscheinend ein Rest, den der Gruber das letzte Mal stehen gelassen hat. So, und hier kann man natürlich in der nächsten Folge mit der Seemaschine auch dann loslegen. Die braucht ja auch seine Zeit. Und wie gesagt, wenn wir den Kramer noch verkaufen, haben wir auf alle Fälle das Geld auch zusammen. Jetzt bin ich wieder bei dem falschen Schlüter. Das ist natürlich ein Nachteil, wenn man nur Schlüter hat. Man hat dann gar keine Anhaltspunkte, wo man am besten dann einsteigt. Ja, und wie gesagt, Kramer verkaufen steht an. Dann holen wir uns als erstes den kleinen Frontlader für die BGA unten. Und dann gucken wir, dass wir noch ein bisschen Geld reinkriegen, um vielleicht noch hier den neuen Schlüter zu holen. Dann hätten wir auch für die Seemaschine noch einen guten Traktor, mit dem wir loslegen könnten. Die Ernte kriegen wir in der nächsten Folge auch definitiv fertig. Das sieht schon mal gut aus. So, wunderbar. Dann springen wir gleich mal um. Na, den lassen wir noch eine Sekunde laufen. Da ist ja jede Sekunde wichtig, ne? So, hier gehen wir mal mit dem Helfer raus. Müssen aber ein Stückchen zurückfahren, weil der irgendwie immer nachläuft. So, dann haben wir dann noch einen Kollegen. Den lassen wir aber noch drehen. Das brauchen wir dann nicht zu machen. So, also, nächste Folge wird die Ernte fertig. Das ist gut. Dann können wir die zwei Mähdrescher auch wieder in die Garage stellen, sozusagen. So, und ich werde jetzt hier mal ein bisschen anders drehen, weil irgendwie bleibt da jedes Mal an den Ecken was stehen. Das ist nicht gut. Okay, das haben wir auch erledigt. So, jetzt brauchen wir noch unseren, ja, Gruber. Der ist auch gerade mit der Reihe fertig. Das ist natürlich auch optimal. Das heißt, hier nehmen wir auch den Helfer raus und werden den Jungen schon mal für die nächste Folge in Position bringen. Ja, und dann kann es losgehen. Weiter grubbern, neu einsehen und, ja, den Kramer verkaufen und schauen, dass wir hier in die Puschen kommen. Ich sag vielen lieben Dank fürs Zuschauen, ihr Lieben. Freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal natürlich wieder mit dabei seid. Dann werden wir wieder ein bisschen Geld in die Hand nehmen und hoffentlich auch das große Geld so langsam anfangen zu verdienen. Bis dahin sage ich dann Servus und Tschüss.